Giuseppe Pellizza da Volpedo brachte es mit einem Bild zur Berühmtheit. Es nennt sich »Der vierte Stand«. Eine Menge an Menschen, durchwegs in staubigem Grau gekleidet, marschiert durch die Straßen. Angeführt von zwei Männern und einer Frau, die ein Kleinkind in den Armen trägt. Das Gemälde ist licht und lebendig, durchwegs rostrot im Ton und ungewöhnlich breit. Die Menschen schreiten wie eine Wand, fordernd und selbstbewusst. Eine Rebellion kündigt sich an, plakativ und in die Länge gezogen wie ein Cinemaskop. Kein Wunder, dass Bernardo Bertolucci das Gemälde, das mehr als ein 5,5 Meter misst, als Vorspann für seinen Monumentalfilm Novecento wählte. Ein Epos, musikalisch untermalt von Ennio Morricone. Das war 1976. Schon zuvor ließ sich Joseph Beuys in der Pose des Arbeiteranführers ablichten, der sich in der Mitte des Gemäldes befindet. Ein Bild nach einem Bild also, wie es heute im Netz seit dem Shutdown Mode geworden ist. Von Volpedo gibt es ein anderes, kleineres Gemälde. Es ist stiller, weniger schwärmerisch und bescheidener. Nichtsdestoweniger gefühlsbetont. Es zeigt eine Frau, die in einen Stuhl gesunken ist. Der Raum ist grau und leer. Sie trägt eine weiße Bluse, darunter einen blauen Rock, der mit einer gelben Schärpe um die Hüfte geschnürt ist. Ihr Körper ist kraftlos. Die Schultern hängen herab, der Kopf sinkt nach hinten. An der rechten Seite ist die Rückenlehne aus Leder zu erkennen und ein stützender Polster in einem samtenen braunen Stoff. Der Körper der Frau rückt aus der Bildachse. Die fallende Diagonale ihres linken Armes wird bestimmend. Sie gibt die Last des Leids zu verstehen. Das Bild heißt »Erinnerung an einen Schmerz«. Der Kopf der Frau ist ein wenig zur Seite gelegt, der Mund geschlossen, die Wangen bleich, der Blick der glasigen Augen leer. Ein Sehen, das sich ihm nichts verliert. In der rechten Hand hält sie ein Notizbuch mit einigen losen Blättern und einem getrockneten Vergissmeinnicht. Das Bild der Leserin ist in der Malerei des 19. Jahrhunderts weit verbreitet, auch unter den Macchiaioli, einer Malergruppe Italiens, die sich gegen akademische Vorbilder und für einen glaubhaften Realismus einsetzt. Und doch ist dieses Gemälde mehr als ein Dokument des Wirklichen. Es wirkt wie eine Allegorie der Trauer. Santina Negri, die Dargestellte, betrauert den Tod ihrer Schwester Antonietta, die wenige Wochen zuvor verschwunden war. Im Bildnis ist sie ermattet. Ihr fehlt die Kraft zur Genesung. Die Verbindung von Aufstand und Avantgarde, die sich im Großformat des vierten Standes zeigte, ist hier unerreichbar. Vielmehr sehen wir den vereinsamten Schmerz, das Verlassensein und eine unendliche Betrübtheit. Nach der Trauer folgt die Wut. Aus erlittenem Schicksal kann eine Bewegung werden. In diesen Tagen kommt die Nachricht über die Medienkanäle, dass einige Angehörige der Toten durch das Coronavirus in Italien schwere Vorwürfe gegen die Behörden erheben. Zu viele Menschen seien wegen Inkompetenz und Fahrlässigkeit gestorben, heißt es. Die Gruppe setzt sich aus Hinterbliebenen von Menschen zusammen, die an der Lungenkrankheit gestorben sind. Sie wollen in Bergamo, wo das Gemälde der Trauernden im Museum hängt, rund 50 Strafanzeigen gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft einreichen.